Betrügt Montana Black seine Zuschauer? Der 48-jährige Twitch-Monopolist sorgte mit seiner Werbung für die umstrittenen NFTs in den letzten Wochen immer mal wieder für Aufruhr. Nun unterlief Marcel E. aus Zürich ein riesiger Fehler. Er bewarb Squiggles, ein Projekt von Betrügern, welches lediglich dem Ziel diente, so viel Geld wie möglich zu generieren, mit welchen sich die Gauner dann letztendlich aus dem Staub machen wollten. Montana Black distanzierte sich bereits von diesem dubiosen Placement und gab bekannt, vorerst nichts mehr zu NFTs posten zu wollen. Als Grund dafür gab er an, dass die aktuellen Vorkommnisse ihm nochmal vor die Augen geführt haben, dass seriöse NFT-Projekte schwer von Scam-Projekten zu unterscheiden sind. Unserer Meinung nach der richtige Weg.